du dein Handy? Ist es auch an? Natürlich ist es an. Ja, okay, dann. Ja, ich ruf dich dann an, denke ich mal, oder? Ja, ich sag dir Bescheid. Alles Sam und die, wieso über Geisterjäger? Alles Klärchen. Machen wir zusammen was mit ihrem neuen Freund und denken wir, das wird ganz spaßig. Hallo Sam, na? Das ist wieder Padafix geschnüffelt. Ja, warum denn? Ey komm, am Montag geht's los, endlich Ferien. Das wird ja so aufregend sein. Oh ja, Dean hat gesagt, ihr Freund kommt rum und ich denke... Ja, was ist das denn? Altes Reif. Ey, das ist nicht lustig. Heute vor einem Jahr. Was? Ja, da hat sich Layla doch umgebracht. Heute vor einem Jahr. Du ja. Gemobbt, bis es nicht mehr ging. Hey, du Bitch, ne? Was hockst du hier rum? Willst du mich provozieren? Soll ich dir auf die Fresse hauen? Weißt du, wenn man so klein, hässlich, abartig und blöd ist wie du, dann würde ich mich auch in der Ecke verkriechen. Oh Gott, das ist abartig, ey. Ich kann gar nicht mehr hinsehen. Komm, wir gehen. Komm, mach den Mist weg. Morgen Kackkatzen. Hinsetzen. Hinsetzen. Sam, du auch. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hattet eine kleine Hausaufgabe, Hintergrund von Halloween. Ja, was habt ihr herausgefunden? Sam, wie sieht's mit dir aus? Oh, ich denke, ich werde verzichten. Oh, schade. Wie sieht's bei dir aus? Also Halloween benennt ursprünglich Volksbräuche. Ein Mädchen hat sich heute vor einem Jahr umgebracht und jetzt tauchen Nachrichten auf. Komm nach der Schule vorbei. Sendung an Bean. In den USA als Erinnerung an die europäische Heimat aufgegriffen und ausgebaut. Wunderbar, Frau Juan. Wunderbar. Das ist ja nichts, was man vernachlässigen sollte. Also ich meine, du könntest ja einfach mal ein bisschen mehr, also dich einfach mehr in die Mangel nehmen. Ich meine, draußen in der Berufswelt, da bringen dir deine, also du weißt schon. Keine Sorge, das mache ich schon genug. Hi Sammy. Hallo. Oh, ja. Ja, ich wusste ja nicht, dass sie eine, also dass sie in festen Händen... Ja, das ist meine Schwester Dean. Darf ich vorstellen, mein Sozialkundelehrer, Herr Knecht. Oh, hallo, ja, ich gehe da mal wieder. Bis morgen, Sammy. Tschüss. Na, Sammy, was gibt's? Sam. Was gibt's? Ja, warte mal. Was ist das? Ja, das bezieht sich auf ein Mädchen namens Layla. Sie ist ja letztes Jahr ums Leben gekommen. Und du meinst jetzt, sie wäre von dem? Ich gehe mal stark davon aus, ja. Ja und? Warum? Nun ja, sie ist damals eben gemobbt worden und man ist nicht gerade zeitlich mit ihr umgesprungen. Und wer sind die? Ja, die nannten sich SMQ. SMQ? Ja, das war so eine Schülerin-Clique. Ja, und die SMQ steht halt für die drei Anfangsbuchstaben von diesen Schülerinnen. Und wer soll das sein? Ja, ich weiß noch, Maggie war dabei und QA. Wirklich? Maggie und QA? Ist nicht dein Ernst? Ja. Okay, und was meinst du jetzt, was wir machen? Ja, wir sollten uns auf jeden Fall mit der Sache näher befassen, dann ist es brandgefährlich. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir, oder? Ja, ich glaube ich auch. Jo. Scheiße, ich mal alleine tun, oder was? Ich kann doch mal in den Keller lassen.
hättest sie nicht retten können. Gut, als ob die... Komm, lass uns lieber versuchen, Layla zu stoppen. Sonst liegt QA morgen auch noch hier. Komm. Komm. Ja, also ich habe hier die Schulhomepage und die Seite der örtlichen Zeitung und ein bisschen weiß ich hier selbst noch. Ja, und nun? Layla hat sich immer weiter zurückgezogen und sich eben vor einem Jahr wahrscheinlich um Mitternacht umgebracht. In einem der Klassenräume, da hat sie dann auch morgens einen Hausmeister gefunden. War ein ziemlicher Schock für alle Beteiligten. Das ist ja auch der letzte Dreck, solche Leute gehörten verkloppt, ey. Ja, ich denke mal nicht, dass der so spurlos an denen vorbeigegangen ist. Das will ich aber auch hoffen. Also wie kann man jemanden aufhalten, der so voller Hass ist? Puh, ich weiß es nicht. Sam, jetzt konzentrier dich. Du bist die Schlaue hier. Puh, ja, mit Liebe, denke ich. Das ist es. Das ist es. Liebe. Ja, nur hatte Layla die nie. Was? Layla war einsam und sie wurde von jedem gemobbt. Wer könnte ihr da Liebe entgegengebracht haben? Jetzt komm schon, irgendjemand wird die doch wohl gemocht haben. Familie, hatte sie einen Freund? Nee, soweit ich weiß nicht. Was? Sam, komm schon. Obwohl, eine gab's. Anne Maibaum, mit der hat sie sich ganz gut verstanden. Ja, was heißt ganz gut? Naja, sie waren jetzt nicht die besten Freunde für alle Zeiten, aber sie sind sich auch nicht aus dem Weg gegangen. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang, das ist besser als nix. Ja. Also Rob, komm. Ja, ich glaube, wir sollten dann doch mal... Ihr habt sie doch echt nicht mehr alle. Oh, Anne, jetzt komm schon, du bist unsere einzige Hoffnung, du bist die Einzige, die Layla noch aufhalten kann. Okay, also mal angenommen, diese ganze Geister-Verschwörungsgeschichte stimmt. Wieso sollte ausgerechnet ich da was dran machen können? Ja, weil du eben die Einzige warst, die sie nicht fertig gemacht hat. Naja, was sie sagen will, ist, dass jeder sie gemieden hat, außer dir. Oh, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Geister sind etwas sehr Komplexes, weißt du, das... Das muss man verstehen und man muss es auch gesehen haben. Es macht nicht einfach Klick, wenn du eine Geistererscheinung hast. Ach, jetzt bin ich auch noch zu dumm dafür, oder was? Eben nicht, im Gegenteil. Meistens gibt es nur einen, der solche Monster wirklich stoppen kann dann im Endeffekt. Und in diesem Fall bist es eben du. Ja, und wie soll das gehen? Naja, sie wird auf jeden Fall wiederkommen, um QA zu töten. Ja, Maggie ist schon tot. Sie brodelt vor Hass. Sie will Rache. Na klar. Naja, sie will Rache an den beiden, die sie fertig gemacht haben. Und Maggie ist schon tot. Willst du, dass noch jemand stirbt? Ein Unfall? Ein Unfall, klar. Pass auf. Sie kommt, du redest mit ihr, vielleicht will sie ja nur ihren Frust loslassen. Diese ganze Rache, diese ganze Wut, die sie aufstockt, das muss einfach mal raus. Und wenn du mit ihr redest, dann ist es vielleicht alles in Ordnung. Oh, macht doch selber ihr Spaßvögel, ihr seid doch echt krank. Ja, bist du jetzt dabei oder nicht? Vergiss es. Wobei? Im Keller spukt's und die beiden Lustmolche hier wollen auf Geisterjagd gehen. So. Genau, Layla. Sie kannten sie doch. Ja, nicht so wichtig. Ja, klar. Trauriger Fall. Sie war eine meiner besten Schülerinnen und fleißig war die. Ja gut, dann gehen wir mal. Also, sie machten sich? Naja, wie man sich halt so mag, wenn man sich täglich sieht. Naja, gar nicht. Jetzt wartet doch mal, Sam. Wenn sie nicht will, dann kann er doch vielleicht. Ja, nee, ohne mich. Vergiss es, auf gar keinen Fall. Ich gehe dann schon mal vor. Auf gar keinen Fall! Doch, Dean, ich werde das jetzt für Layla und mich regeln. Es ist auch zum großen Teil meine Schuld. Na gut, aber sei vorsichtig. Ja, komm. Wir haben nicht mehr viel Zeit und ich mach das. Sind Sie sicher, dass das funktioniert? Naja, entweder nach der Aktion ist Ruhe oder wir gehen alle drauf. Beruhigend. Das war's. Oh! Sam, Scheiße! Um Gottes Willen! Oh, nein, Lisa! Müssen wir zu Ende bringen? Ich bin nicht lebensmüde, vergiss es! Ich geh nach Hause Barbie spielen oder fahre eine Runde mit der Carrera-Bahn. Das ist gefährlich! Oh, eben!
Jetzt müssen wir Koffer zum Ziel. So sad. Das wussten sie nicht. Was? Dass Sam die Oberzicke war. Wie bitte? Sie hätten sie mal erleben müssen, wenn sie richtig in Fahrt war, da kam keiner mehr lebend raus. Entschuldigung, das war jetzt unpassend. Aber ich weiß auch nicht, also auf einmal muss sich irgendwas verändert haben. Jedenfalls sind sie ja auf einen Schlag quasi wie ausgewächst. Sie war auf einmal nur noch nett und freundlich. Was war passiert? Das wüsste ich ja auch gerne mal. Sammy! Ellen? Leila? Zu spät. Leila, wieso? Du warst immer so gut und so nett. Ich sehe es doch wie heute vor mir. Du hast ein hervorragendes Referat gehalten über die Machtlosigkeit der Sklaven in der Mongolei. Du hast ein rotes Kleid getragen. Das ging nur bis kurz über die Knie. Die Globalisierung, das war doch dein Thema. Da kannte sich niemand so aus wie du. Dummer Kuh. Dummer Jude. Blöde Kuh. Zeit war gekommen.